das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Notfalls wäre genug davon da. Denn auch wenn wir aus der Steinkohle ausgestiegen sind, die Braunkohlevorräte in Deutschland, die dürften für die nächsten 100 Jahre reichen. Der Nachteil natürlich, Stromgewinnung durch Kohle ist nicht gerade klimafreundlich. Deshalb sollte ja, bis wir ausreichende erneuerbare Energiequellen haben, Erdgas die Energielücke überbrücken. Denn dabei fällt zumindest etwas weniger CO2 an. Doch weil wir einerseits von unserer Abhängigkeit von russischem Gas wegkommen wollen und wir andererseits befürchten müssen, dass Russland den Gashahn jederzeit abdrehen könnte, ist für Wirtschaftsminister Robert Habeck die Kohle zur Stromgewinnung wieder in den Vordergrund gerückt. Es dürfte vor allem seiner grünen Partei nicht sonderlich schmecken, aber gibt es überhaupt eine saubere Lösung für das Dilemma? Caroline Wissing. 22.000 Quadratmeter unter Glas. In Wachtendonk am Niederrhein wachsen Tomaten, Paprika, Auberginen. Zwischen 25 und 28 Grad brauchen die. Reicht die Sonne nicht, muss Stefan Hoffmann die Gewächshäuser heizen. In der vierten Generation führt er den Familienbetrieb. Als er vor einigen Jahren in die Gasheizung investiert hat, dachte er noch, das sei sicher und günstig. Im Moment haben wir eigentlich gar keine richtige Alternative. Verschiedene andere Betriebe nutzen Holzheizungen, aber auch da ist natürlich, die Investitionskosten sind hoch. Prämien soll es geben für Unternehmen, die Gas einsparen. Das würde er wegen der hohen Preise jetzt schon tun, aber weniger Wärme für die Pflanzen heißt weniger Erträge. Ja, es geht wirklich an die Existenzgrenze. Wie dem Familienunternehmer geht es momentan auch vielen mittelständischen Unternehmen. Nach Corona, wegen teurer Rohstoffe, seien die Taschen schon leer, sagt der Chef des Mittelstandsverbandes Jäger. Jetzt gleichzeitig noch eine Transformation, gassparend, energiesparende Transformation voranzutreiben, das schafft der Mittelstand ohne zusätzliche Finanzquellen, Unterstützung, unbürokratische Systeme, schafft er das nicht. Der Plan von Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht auch vor, Gas bei der Stromproduktion einzusparen. Stattdessen sollen vorübergehend mehr Kohlekraftwerke laufen. Auch Steinkohlekraftwerke, in denen eigentlich schon nicht mehr produziert wird. Die STEAG ist einer der Betreiber und bereitet sich darauf bereits vor. Wir haben heute schon angefangen, unsere Vorräte an den Kraftwerkstandorten und in den Seehäfen an Kohle nach oben zu fahren. Wir haben auf der technischen Seite und beim Personal der Kraftwerke uns so weit vorbereitet, dass die Kraftwerke in dem nächsten Winter wieder vollständig produzieren können. Kleinere Stromerzeuger sind nicht so flexibel. In Münster betreiben die Stadtwerke ein Kraftwerk. Es produziert mit Gas sowohl Strom als auch Wärme. Für den Fall, dass sie kein Gas mehr bekommen, steht ein Tank mit Öl bereit. Doch der hilft nur bedingt, denn wenn wir auf Heizöl hier im Haifengeheer-Kraftwerk umstellen müssen, dann würden wir keinen Strom hier mehr produzieren. Dann ist das Heizöl ist wirklich nur dafür da, sicherzustellen, dass die Münsteranerinnen und Münsteraner weiter Fernwärme bekommen. Den Strom für die Haushalte müssten die Stadtwerke am Markt wieder zukaufen. Es gibt viele Bemühungen und den Willen, Gas einzusparen oder Alternativen zu finden. Einfach aber wird das nicht. Dann fragen wir doch mal nach bei einem, der sich mit Energiefragen auskennt, den Umweltökonomen an der Ruhr-Uni in Bochum, Professor Andreas Löschel. Guten Abend, Herr Löschel. Guten Abend, Herr Zamperoni. Grundsätzlich mal, jetzt auf Kohleverstromung zu setzen, um Gasverstromung zu ersetzen, ist das die beste Strategie? Geht das auf? Ja, für den Strombereich ist es tatsächlich aus meiner Sicht die beste Strategie. Aber Strom ist natürlich nur ein Teil der Antwort. Es wird auch darum gehen, wie kann man in der Industrie sparen, wie kann man bei den Haushalten sparen. Aber auch der Stromsektor muss jetzt zum Gassparen beitragen. Aber bleiben wir bei der Industrie mal. Kann die überhaupt im großen Stil sparen und auf Gas verzichten? Egal jetzt, wie groß die Anreize sind. Wir haben ja im Film gerade gesehen, das Beispiel hat gezeigt, dass es nicht so selbstverständlich und einfach ist. Nein, das ist nicht selbstverständlich und tatsächlich sind die Gaspreise heute ja schon sehr, sehr hoch. Das Gute am Vorschlag, der jetzt gerade diskutiert wird, nämlich die Auktion, ist, dass es jetzt zusätzliche Anreize gibt, tatsächlich etwas zu tun. Das heißt, jetzt wird noch zusätzlich Geld gegeben, um Maßnahmen anzustoßen, die durch die reinen Marktpreise nicht gehoben werden würden. Also ein sehr guter Mechanismus. Aber glauben Sie, dass diese Anreize und auch die Einsparpotenziale groß genug sind, um die Gasspeicher dann auch für uns Verbraucher bis zum Winter ausreichend zu füllen, auch wenn Russland jetzt zum Beispiel den Gashahn eventuell noch weiter zudreht?
Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Deswegen braucht man eben all diese Anstrengungen. Und deswegen ist es gut, sich nicht nur darauf zu fokussieren, das russische Gas durch anderes Gas aus Pipelines oder LNG zu setzen, sondern jetzt ganz speziell auf die Nachfrage zu schauen und die Nachfrage zu drücken. Und wir hätten das schon früher machen sollen. Wir fangen etwas spät an, aber es ist nicht zu spät. Also jetzt ganz massiv in diese Nachfragereduktion gehen, dann können wir vielleicht im Winter auch etwas beruhigter sein. Ja, vielleicht, klingt jetzt aber nicht so gerade beruhigend. Ja, weil es auch davon abhängt, wie schnell die Maßnahmen jetzt greifen. Es ist schon einiges an Zeit ins Land gegangen. Das heißt, das muss jetzt schnell umgesetzt werden. Das muss mit massiven Anreizen auch verbunden sein. Und wie gesagt, nicht nur für die Industrie, nicht nur für die Stromversorgung, sondern auch für die Haushalte, die ja mit der Wärme einen ganz großen Anteil an dem Gasverbrauch in Deutschland haben. Die Union und auch die FDP, die hätten da noch einen anderen Ausweg im Sinn, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Eine Alternative? Das wäre auch eine Alternative. Wir wissen aber von den Betreibern, dass selbst diese sehr, sehr kritisch sind. Und man muss jetzt auch die Dimensionen betrachten. Wir haben etwa 10 Gigawatt Kohlekraftwerke in den Reserven. Wir haben Pläne zur Stilllegung von Kohlekraftwerken von 5 Gigawatt. Und das heißt, wir haben wirklich eine große Manövriermasse, die wir jetzt aktivieren können. Und diese sollten wir schnell in den Markt bringen. Das macht viel mehr aus als die 3 Kernkraftwerke, die augenblicklich zur Disposition stehen. Aber wenn wir jetzt in diesem großen Umfang wieder auf Kohle zurückgreifen, wie sieht es denn dann mit den Klimazielen der Bundesregierung aus, wenn wir jetzt vielleicht sogar noch länger als geplant auf Kohle zurückgreifen? Ja, das ist natürlich aus der Klimasicht erstmal tatsächlich sehr ärgerlich. Wir werden höhere Emissionen sehen durch die Nutzung der Kohle. Die gute Nachricht ist, der Stromsektor ist im europäischen Emissionshandel und der europäische Emissionshandel setzt eine Obergrenze für den Ausstoß von Treibhausgasen. Das heißt, wenn wir heute mehr verstromen mit Kohle, dann nehmen wir mehr Zertifikate in Anspruch und es bleibt uns einfach weniger für die Zukunft. Das bedeutet, der Kohleeinsatz heute, der führt direkt dazu, dass wir in der Zukunft noch mehr Klimaschutz betreiben müssen. Das heißt, wir müssen also einen Schritt jetzt zurückgehen, zurück in die Kohle, um dann 2 Schritte nach vorne gehen zu können? Und das wollen wir ja auch tun. Die Pläne beim Ausbau der Erneuerbaren sind sehr, sehr ambitioniert. Das heißt, hier werden wir in der mittleren Frist tatsächlich eine Entspannung sehen. Aber jetzt geht es ja darum, den nächsten Winter souverän zu bleiben und eben nicht auf russische Lieferungen angewiesen zu sein. Und dafür muss man, glaube ich, auch in der kurzen Frist Kompromisse eingehen. Ja, blicken wir nochmal auf diesen nächsten Winter. Was kommt da auf uns Verbraucher denn noch alles zu? Eine Energieagentur rechnet da heute mit einer Vervierfachung des Gaspreises. Das kann sich ja dann wirklich kaum noch jemand mehr leisten. Ja, also der Gaspreis, der hat sich natürlich massiv erhöht und wir sehen, dass tatsächlich diese hohen Preise Schritt für Schritt den Konsumenten zugeordnet werden. Das heißt, wir sehen, dass wir jetzt schon massive Preissteigerungen haben, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die Preise vervierfachen, das scheint mir sehr pessimistisch zu sein, aber eine Verdoppelung ist auf jeden Fall zu erwarten. Und auch deswegen ist es wichtig, heute bereits entsprechende Anreize zu setzen, denn viele der Verbraucher, die sehen tatsächlich den ganzen Umfang der Preissteigerungen heute noch nicht. Herr Professor Löschel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke, Herr Zamboroni. Ja, die Rückkehr zur Kohle und zur Kohle. Dazu hat Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Manchmal hat das Schicksal offenbar Sinn für feine Ironie. Ausgerechnet ein grüner Minister für Wirtschaft und Klimaschutz muss zusätzliche deutsche Kohlekraftwerke hochfahren. Natürlich nur kurz. 2030 soll mit der Kohle endgültig Schluss sein, versichert Robert Habeck. Wer es glaubt, wird selig. Ich erinnere mich noch gut an das Jahr 2011. Als Korrespondent in Berlin erlebte ich damals die Fragwürdigkeiten des deutschen Atomausstiegs mit. Angela Merkel gab nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima dem politischen Druck nach und die Grünen malten die Vision eines großen Umbaus unseres Landes hin zu erneuerbaren Energien an die Wand. Strom aus Wind und Sonne, Gas bei der Stromerzeugung bestenfalls eine Brückentechnologie. Dass wir die deutschen Klimaziele in den Folgejahren durch die Schornsteine unserer neu angeheizten Kohlemeiler pusteten, geschenkt. Das große Ziel des Ausstiegs aus der Atomkraft war ja viel wichtiger. Heute, 10 Jahre später, können wir nüchtern bilanzieren. Hätten wir nicht so fleißig Atomkraftwerke abgeschaltet, wären wir heute viel unabhängiger von russischem Gas. Kein großes Industrieland ist uns auf dem Irrweg des überstürzten Ausstiegs aus der Atomkraft gefolgt.
Die Gretchenfrage der erneuerbaren Energien ist auch heute technologisch noch nicht gelöst. Woher kommt der Strom, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Aus Kohle? Ernsthaft? Wir sind ein großes Industrieland mit einer Bevölkerung von mehr als 80 Millionen Menschen, die im Winter nicht frieren wollen und sichere Arbeitsplätze brauchen. Es wird höchste Zeit für eine an diesen Realitäten ausgerichtete Energiepolitik. Und vielleicht finden sich ja doch noch irgendwo auf der Welt Brennstäbe, damit wir unsere letzten drei Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus betreiben können. Wie sagte Robert Habeck doch, es kommt jetzt auf jede Kilowattstunde an. Die Meinung von Thomas Bergner. Während wir hierzulande also versuchen, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf unsere Energieversorgung aufzufangen, stemmen sie sich in der Ukraine mit aller Kraft weiter gegen den russischen Vormarsch. Und die Kämpfe im Donbass könnten sich in den kommenden Tagen noch einmal intensivieren, auch wenn sich das die Menschen in den belagerten Städten wie Sjewierodonezk kaum vorstellen können. Doch Präsident Zelensky befürchtet eine Eskalation der russischen Angriffe, weil diese Woche der Europäische Rat berät, ob die Ukraine EU-Beitrittskandidat werden soll oder nicht. Was heute auch Thema der EU-Außenminister war. Ingrid Bertram. Es ist der Auftakt zu einer entscheidenden Woche. Die Außenminister der EU beraten vor dem Gipfel am Donnerstag und Freitag über die Beitrittskandidatur der Ukraine. Für die deutsche Außenministerin ein historischer Moment und eine Chance, die man trotz aller Bedenken nicht verschenken solle. Das ist logischerweise ein schwieriger Prozess, aber es gilt jetzt nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen, ihr gehört mitten in die Europäische Union und damit auch seid ihr ein Kandidat für unsere europäische Familie. Und das gelte auch für Moldau. Doch noch gibt es Abstimmungsbedarf, denn die Balkanländer beschweren sich, dass es bei der Ukraine anders als bei ihnen so schnell gehen solle. Wird es dennoch zu einer Einigung kommen? Wir sind immer für Überraschungen gut, aber hier ist es ernst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Land ausschert. In der Ukraine wird weiter gekämpft. Eine Mittelstreckenrakete soll hier laut russischem Verteidigungsministerium auf einen Flugplatz bei Odessa abgefeuert worden sein. Auch in Kharkiv im Nordosten kam es zu Angriffen. Die Feuerwehr löscht eine Fabrik. Während die russische Seite Erfolge vermeldet, sagen Militärexperten des britischen Institute for the Study of War, dass die russische Offensive im Donbass ins Stocken geraten sei. Der ukrainische Präsident rechnet in Kürze allerdings mit besonders schweren Angriffen. Natürlich erwarten wir, dass Russland seine feindseligen Aktivitäten intensiviert, besonders demonstrativ in dieser Woche. Und zwar nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen andere europäische Länder. Wir bereiten uns vor. Unterdessen bahnt sich neuer Streit mit Russland an, und zwar um die Exklave Kaliningrad. Die Stadt an der Ostsee wird komplett von Polen und Litauen umschlossen. Wichtige Transitwege führen durch die EU. Jetzt hat Litauen zum Ärger von Russland die Transporte von Kohle und wichtigen Baumaterialien gestoppt. Es ist nicht Litauen, das hier was macht. Es sind die Sanktionen, die jetzt in Kraft getreten sind am 17. Juni. Und die zuständige Eisenbahngesellschaft hat ihre Kunden darüber informiert. Während Moskau gegen Litauen so wörtlich Handlungen zum Schutz der nationalen Interessen ankündigt, blockiert es im Süden weiterhin die Häfen am Schwarzen Meer, kritisieren die Europäer. Man kann sich das nicht vorstellen, dass Millionen Tonnen von Getreide weiterhin in der Ukraine blockiert werden, während im Rest der Welt Menschen an Hunger leiden. Das ist ein echtes Kriegsverbrechen. This is a real war crime. Ein möglicher Ausweg könnte der Export über Ungarn sein. Mit Hochdruck sucht man derzeit nach einer Lösung, damit die Hungerkatastrophe nicht noch größer wird. Demian von Osten live aus Moskau. Kommen wir nochmal auf die Situation um Kaliningrad zu sprechen. Das klingt nach Eskalation. Wie gefährlich schätzen Sie diese Lage ein? Also es ist auf jeden Fall eine sehr gefährliche Ecke. Kaliningrad hat überragende strategische Bedeutung für Russland. Dort ist ein Teil der baltischen Flotte stationiert. Dort hat Russland Iskander-Raketen stationiert, die mit Atomsprengköpfen versehen werden können. Und wo man sich hier im russischen Staatsfernsehen immer darüber fast schon amüsiert, wie schnell sie Berlin erreichen könnten. Also militärisch extrem wichtig. Gleichzeitig hat Kaliningrad aber keine Landverbindung nach Russland. Es gibt da die sogenannte Suwalki
Lücke. Das ist ein etwa 100 Kilometer langer Streifen an der Grenze zwischen Polen und Litauen. Und das endet dann in Belarus, einem engen Verbündeten von Russland oder dem engsten Verbündeten. Und da träumt man hier in den letzten Monaten doch überraschend oft im russischen Staatsfernsehen davon, dass man doch diesen Streifen als Korridor frei kämpfen könnte. Das wäre eine Eskalation, das wäre ein Angriff auf NATO-Gebiet. Im Moment gibt es da keine unmittelbaren Anzeichen, aber die Rhetorik ist da. Und der Gouverneur von Kaliningrad hat angekündigt, dass es schmerzhafte Antwortmaßnahmen gegenüber Litauen geben dürfte oder geben wird. Das hat auch damit zu tun, dass die Region wirtschaftlich eng verbunden ist und beispielsweise Waren aus Kaliningrad auch über litauische Häfen in die Welt gelangen. Demian, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Ja, was als Kriegsverbrechen gilt, das ist im Völkerrecht klar geregelt. Denn auch im Krieg gibt es Rechte und Verbote. Etwa die Zivilbevölkerung, also ganz normale, unbewaffnete Menschen, grausam zu be- und misshandeln, ist verboten. Genauso wie ihre Wohnung, Häuser oder Autos, wie hier in Kharkiv, rücksichtslos zu bombardieren und zu zerstören. Solche Kriegsverbrechen nachzuweisen, auch ohne vor Ort zu sein, das hat sich das Kollektiv Forensic Architecture aus London zur Aufgabe gemacht. Anhand von digitalen Bildern und von Videos untersuchen sie Schauplätze von Menschenrechtsverletzungen, von mutmaßlichen. Die Recherchen sollen dann auch vor Gericht Verwendung finden. Sven Lohmann. Der Fernsehturm von Kiew brennt nach einem Luftschlag. Es ist der 1. März. Kurze Zeit später rechtfertigt Russland den Angriff. Die russischen Streitkräfte haben weiter Angriffe auf die ukrainische Kriegsinfrastruktur durchgeführt, um Falschinformationen über Russland zu unterbinden. Der Fernsehturm wurde dafür außer Betrieb genommen. Bewohnte Häuser wurden nicht zerstört. Vor Ort in Kiew gibt es jedoch Berichte über 9 Tote nach einem weiteren Einschlag in ein Gebäude. Was hier genau passiert ist, versucht seitdem eine Recherchegruppe in London herauszufinden. Die Organisation Forensic Architecture dokumentiert seit Jahren mögliche Kriegsverbrechen. Ihr Leiter, Iel Weizmann, unterstützt dafür auch immer wieder den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wir nutzen spezielle Software für Umgebungen, um Verbrechen von Staaten aufzudecken. Wir versuchen, den leidenden Menschen vor Ort zu helfen, damit die Staaten zur Verantwortung gezogen werden können. Alles, was sie an Aufnahmen in Kiew bekommen konnten, von Überwachungskameras über private Videos bis Fotos, haben sie gesammelt. Und darüber zunächst die Rakete identifiziert. Einen Marschflugkörper, der den Fernsehturm trifft. Dann haben wir ein anderes Video gefunden, von einem Wohnhaus aus aufgenommen. Und das zeigt noch eine zweite Rakete, die am Fernsehturm vorbeifliegt und hinten in ein Gebäude einschlägt. Unmengen an Aufnahmen haben sie überprüft, zeitlich verortet und daraus den Ablauf rekonstruiert. Mit Hilfe von 3D-Animationen. Wir haben ein Video von der Turnhalle. Es zeigt die Toten nach dem Einschlag. Die haben wir natürlich verpixelt, aber wir können zeigen, anders als es die Russen gesagt haben, gab es bei ihrem Angriff zivile Opfer. William Shabazz begleitet Ermittlungen in Kriegen und hat sich die Zusammenstellung von Forensic Architecture angesehen. Im Gericht muss ein Kriegsverbrechen natürlich zweifelsfrei bewiesen werden. Aber je mehr solche Informationen wir bekommen, desto näher kommen wir wenigstens der Wahrheit. Im Krieg gibt es viel Nebel und Propaganda. Es ist oft schwer zu wissen, was stimmt. Für ihre Zusammenstellung dürfte sich vielleicht auch der Internationale Strafgerichtshof interessieren. Ein Sprecher lässt ausrichten, alle Informationen seien willkommen. Kontroversen gehören zu Documenta in Kassel ja eigentlich fast immer dazu. Bei der 15. Ausgabe der zeitgenössischen Kunstschau schwelt seit Monaten eine Antisemitismusdebatte. Denn der künstlerischen Leitung, diesmal ein Kollektiv aus Indonesien, wurde vorgeworfen, enge Verbindungen zu einer israelfeindlichen Kampagne zu unterhalten und eine Schau organisiert zu haben, bei der eben keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten sind.
Jetzt, kurz nach der Eröffnung der Documenta 15, wurde ein überaus sichtbarer Hinweis auf Antisemitismus in der Weltkunstausstellung entdeckt und gleich wieder versteckt, wie Heiko Neumann berichtet. Es ist dieses Bild, das für Empörung sorgt. Eine Hakennase, Reißzähne, blutunterlaufene Augen, Schläfenlocken, wie sie vor allem von ultraorthodoxen Juden getragen werden. Dazu SS-Runen, eingebettet in ein Kunstwerk des indonesischen Kollektivs Taring Padi vor der Documenta-Halle in Kassel. Dieses Bild, um das es jetzt geht, hat eindeutig antisemitische Bildsprache. Der Schutz gegen Antisemitismus, der Schutz gegen Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit, das sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und genau da, genau an dieser Stelle, hat die Kunstfreiheit ihre Grenze. Im gleichen Kunstwerk ein Mensch mit Schweinsnase, der zum Mossad gehören soll, dem israelischen Auslandsgeheimdienst. Auch dies ein antisemitischer Stereotyp. Die israelische Botschaft reagiert heute massiv, schreibt auf Twitter, Documenta fördert Propaganda im Goebbels-Stil. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, ist ebenso entsetzt und fordert, dass das Kunstwerk entfernt wird. Im zweiten Schritt muss man auch genau reflektiert werden, wie so ein Bild auch entstanden ist und wie es auch zugelassen wurde. In so ein prominenter Platz in der Ausstellung. Im unteren Teil des Transparents des Künstlerkollektivs befindet sich eine Auflistung von Massakern und Genoziden. Der Holocaust ist nicht dabei. Auch der Zentralrat der Juden übt scharfe Kritik. Präsident Josef Schuster. Es spielt jedoch keine Rolle, woher Künstler stammen, die Antisemitismus verbreiten. Kunstfreiheit endet dort, wo Menschenfeindlichkeit beginnt. Auf der Documenta wurde diese rote Linie überschritten. Die Verantwortlichen der Documenta müssen jetzt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Konsequenzen ziehen. Und die kommen am Abend. Vor gut zwei Stunden teilt die Documenta schriftlich mit: Die Ausstellung von People's Justice steht in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen. Das umstrittene Objekt verbleibt auf der Documenta. Der bildliche Inhalt wird den Besuchern ab heute aber verborgen bleiben. Hinter riesigen Bahnen schweren Tuchs. Vielleicht würde im Documenta-Streit auch ein Miteinanderreden nicht übereinander weiterhelfen. So lautet das Motto des Projekts Meet a Jew, in etwa begegne einem Juden, bei dem jüdische Menschen Schulen oder Sportvereine besuchen, um mit Jugendlichen über ihr ganz alltägliches Leben als Juden und über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen. Fernab aller Stereotype. Für ihre Mittendrin-Reportage hat Birgit Firnig in Dortmund zwei junge Juden getroffen und sie bei ihren Begegnungen begleitet. Fred Kupermann ist ein Brückenbauer. Der 24-Jährige ist Jude in Deutschland. Was das heißt, erzählt er denen, die keine Juden kennen. Überall in Deutschland. Dafür geht er seit 2 Jahren in Schulen oder Sportvereine, heute nach Dortmund. Dort will er mit Schülerinnen und Schülern eines Berufskollegs ins Gespräch kommen. Eine Begegnung bewirkt mehr als Bücher oder Vorträge, erklärt er mir. Zusammen mit Anna Ben Schlomo, einer Jüdin aus Dortmund, will er vor allem über den Alltag von Jüdinnen und Juden sprechen. Es ist ihnen wichtig, dass die Jugendlichen sie nicht als Opfer sehen, sondern als Teil der Gesellschaft. Wir sind nicht nur auf Zeitschriften, wenn es um Antisemitismus geht, oder wir sind nicht nur Shoah-Geschichte, wir sind nicht nur Gedenktag mit 3000 Polizeiwagen, die auf uns aufpassen, sondern wir finden statt. Ah, okay, Jüdinnen und Juden gibt es auch in Jungen und gibt es auch in vielleicht Modernen und nicht nur in Schläfenlocken. Die beiden sind sich einig, keine Tabus bei der Gesprächsrunde heute. Sie wollen, dass so eine Art auch Raum geschaffen wird, dass man alles fragen kann. Dass man über alles sprechen kann, über Vorurteile, über Stereotype vielleicht, die man auch so irgendwie im Kopf hat. Und deswegen versuchen wir auch relativ entspannt auch mit solchen, auch mit schwierigeren Fragen tatsächlich umzugehen. Heute im Stadion des BVB. Der Verein engagiert sich seit Jahren gegen Antisemitismus und lädt immer wieder Schulklassen ein, um Vorurteile abzubauen. Ich erhoffe mir vielleicht, den Stein ins Rollen zu bringen. Ich werde niemanden zwingen können, sich gegen Antisemitismus hinzustellen. Ich werde niemanden zwingen können, sich zu informieren. Natürlich haben Schülerinnen und Schüler Fragen, weil sie immer nur über Jüdinnen und Juden hören, maximal im Geschichtsunterricht.
aber über jetzt spricht niemand. Miteinander reden statt übereinander. Das ist die Idee, ungezwungen, auf Augenhöhe. Wird man als Jüdin oder Jude beleidigt, wollen die 16- und 17-Jährigen wissen? Also, wie ist das Leben an, wenn man Jude ist? Also, ist es jetzt schwierig jetzt? Oder? Also, werdet ihr diskriminiert oder sowas? Oder so meint er das, glaube ich. Leute, die in Deutschland Kippa tragen, haben eine. Die Wahrscheinlichkeit existiert, dass sie diese Anfeindung erleben. Deswegen haben viele aus Selbstschutz, weil es oft um Sichtbarkeit geht. Und nur wer sichtbar jüdisch ist, erlebt den meisten Antisemitismus, haben sie die Kippa unter der Käppi. Doch Antisemitismus finde auch dort statt, wo kein jüdischer Mensch anwesend sei, erklärt ihn Anna. Die ganzen Schmierereien, die wir irgendwie an den Wänden sehen, die ganzen Ausrufe bei Fußballspielen zum Beispiel und auch auf Schulhöfen, da müssen nicht unbedingt irgendwie jüdische Menschen anwesend sein. Doch es soll bei diesen Begegnungen nicht nur um Antisemitismus gehen, sondern vor allem auch um Alltägliches. Anna und Fred haben deshalb auch persönliche Gegenstände mitgebracht. Viele der Schüler halten zum ersten Mal in ihrem Leben ein jüdisches Gebetbuch in der Hand. Ich glaube, die gibt es in verschiedenen Größen, damit du die immer dabei tragen kannst, richtig? Mhm, ich habe genau. Auch drei. Genau, weil die streng religiös sind, da können sie schnell wie heißt noch mal, wo ihr hingeht und betet? Synagoge. Synagoge, genau. Dann gehen die in die Synagoge, können dann aus der Tasche und dann anfangen. Und so werden sie immer unbefangener. Für die meisten Schüler ist es der erste Kontakt mit jemandem jüdischen Glaubens. Ich hätte echt nicht mal gedacht, dass es überhaupt noch Juden noch wirklich gibt. Habe ich erst mal nicht gedacht. Weil sowas darf nicht noch mal passieren, was damals passiert ist und was heutzutage auch noch passiert. Sowas darf einfach nicht mehr geschehen. Zukünftig wollen sie sich einsetzen gegen Antisemitismus. Ein Erfolg für Anna und Fred, auch weil sie mit den Schülern nicht nur über die schwierigen Seiten des jüdischen Lebens in Deutschland reden konnten, sondern auch über den ganz normalen Alltag. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Kolumbiens hat ein linker Politiker die Präsidentenwahl gewonnen. Politisches Neuland also im zweitbevölkerungsreichsten Land Südamerikas, dessen Gesellschaft eher konservativ geprägt ist. Und mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. Bei der Stichwahl in Kolumbien hat sich der linke Kandidat Gustavo Petro knapp mit 50,44% der Stimmen gegen den parteilosen Populisten und Unternehmer Hernandez durchgesetzt. Dieser räumte seine Niederlage bereits ein. Der studierte Volkswirt Petro gehörte in den 1980er Jahren zeitweise einer Guerilla-Bewegung an. Er hat angekündigt, das Land befrieden zu wollen, Unternehmen stärker zu besteuern und die Ausbeutung von Rohstoffen zu bremsen. In Israel steht die regierende Acht-Parteien-Koalition vor dem Aus. Wie Ministerpräsident Bennett und Außenminister Lapid am Abend mitteilten, soll das Parlament bereits in der kommenden Woche über seine Auflösung abstimmen. Danach soll Lapid das Land als Übergangsregierungschef bis zu Neuwahlen im Herbst führen. Israels breites Regierungsbündnis hatte zuletzt in wichtigen inhaltlichen Fragen keine Einigung erzielen können und wegen mehrerer abtrünniger Abgeordneter keine Mehrheit mehr im Parlament. In Deutschland sind zum ersten Mal aufgrund der Sanktionen gegen Russland Wohnungen beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um 3 Privatwohnungen in München. Betroffen sind ein Mitglied der russischen Staatsduma und dessen Ehefrau, die in München gemeldet ist. Der Abgeordnete steht seit dem 23. Februar auf der Sanktionsliste der EU. Er hatte für eine Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk durch Russland gestimmt. Vor allem wegen der hohen Energiepreise hat sich die Inflationsrate für Verbraucher rasant erhöht, liegt derzeit etwa bei 8%. Die Erzeugerpreise sind aber noch deutlicher gestiegen. Mehr von Markus Gürne. Die Erzeugerpreise, so hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt, haben im Mai nicht einfach nur zugelegt. Sie sind im Rekordtempo in die Höhe geschnellt. Um 33,6% gegenüber den Vorjahresmonaten, damit so stark wie nie seit Beginn der Aufzeichnung 1949. Seit Dezember 2021 geht es im Rekordtempo nur noch nach oben. Wohin man schaut, schlimme Zahlen. Erdgas 148% plus, Tendenz weiter steigen. Strom plus 90%.
Öl plus 56%. Bei Lebensmitteln sieht es nicht besser aus. Butter plus 80%, Rindfleisch plus 43%, Kaffee plus 33%. Das bedeutet, dass ein Teil dieser erhöhten Erzeugerpreise demnächst bei den Verbrauchern als zusätzliche Inflation ankommen könnte. Dass Gehalt und Rente bei diesen Teuerungen kaum noch mitkommen. Bei vielen ist der Monat nämlich viel früher zu Ende, weil das Geld aufgebraucht ist. Das Herz der Finsternis schlug in der Kolonialzeit besonders hart im Kongo, den Belgiens König Leopold II. Als seinen Privatbesitz grausamst ausbeuten ließ. Und auch nach der Unabhängigkeit spielte Belgien eine unrühmliche Rolle, als 1961 der erste demokratisch gewählte Regierungschef der jungen Nation, Patrice Lumumba, ermordet wurde. In den vergangenen Jahren hat sich Belgien sehr um eine Aussöhnung mit dem Kongo bemüht. Heute übergab der aktuelle belgische König, Philippe, den Nachfahren Lumumbas nun das Einzige, was von dessen Leiche übrig geblieben ist, einen Zahn. Janina Werner. Große Feierlichkeiten heute in Brüssel. Es ist der lang ersehnte Tag für die Demokratische Republik Kongo, aber auch für die Angehörigen von Patrice Lumumba. Sowohl der belgische Premierminister De Croo als auch der kongolesische Samalu Konde nehmen teil. Für die Familie war es ein langer Prozess. Nach all den Jahren können wir jetzt endlich unserer Pflicht als Kinder nachkommen und die Überreste unseres Vaters in das Land seiner Ahnen bringen. Dort, wo er für die Kongolesen und Kongolesinnen gekämpft hat und gestorben ist. 1885 kolonialisierte König Leopold II. Den Kongo als Privatbesitz. Die Herrschaft war geprägt durch Zwangsarbeit und systematische Verstümmelung. Die Folge: der Tod von rund 10 Millionen Menschen. 1960 wurde der Kongo unabhängig. Patrice Lumumba wurde zum ersten demokratischen Ministerpräsidenten gewählt. Er war unbequem, wollte die Rohstoffe verstaatlichen und prangerte die Verbrechen der Belgier an. Er wurde entführt und mit Hilfe Belgiens und der CIA 1961 erschossen. Zwei belgische Polizisten lösten seine Leiche in Säure auf und nahmen zwei seiner Zähne als Trophäe mit. Heute ist einer dieser Zähne in einer speziellen blauen Schatulle an seine Kinder in Belgien übergeben worden. Über 60 Jahre haben sie darauf gewartet. Vater, jetzt kannst du zurückkehren in dein Land. Auf die Ermordung Lumumbas folgten Diktatur, Ausbeutung und Bürgerkrieg. Der Umgang mit den sterblichen Überresten des Freiheitskämpfers belastet die Beziehung zwischen Belgien und der Demokratischen Republik Kongo über Jahrzehnte. Jetzt hofft man auf einen Neuanfang. Das ist nicht etwas, worauf wir besonders stolz sind, dass es so lange gedauert hat. Und es ist gut, dass die Übergabe heute stattfindet. Und sie wird uns helfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Man kann sie nur aufarbeiten, wenn man sich ehrlich damit auseinandersetzt. Der Soziologe Ludo de Witte kämpft seit 20 Jahren für eine vollständige Aufarbeitung. Vieles ist noch unerforscht rund um die Ermordung. Wer hat es getan? Wie? Warum? Es ist noch lange nicht aufgearbeitet. Das geht weiter. Für viele Kongolesen ist Lumumba ein Held. Morgen wird sein Zahn endlich in sein Heimatland zurückkehren. Dort soll es auch eine Trauerfeier geben. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Streng kalendarisch, Claudia, beginnt ja morgen der Sommer. Halten sich die Temperaturen dran? Ja, es wird wieder deutlich wärmer bei uns, obwohl Sommer hatten wir ja jetzt schon die letzten Tage, und zwar Hochsommer. Und deswegen gucken wir zuerst mal ins Mittelmeer. Hier sehen Sie, da Spanien, Portugal, dann hier links neben mir die Balearen, Korsika, Sardinien. Und das ist das Mittelmeer und hier sind die Temperaturabweichungen farblich dargestellt. Und Sie sehen hier sehr schön an dieser Legende, das Dunkelste sind über 5 Grad über dem Durchschnitt. Und das gilt im Moment für beispielsweise den Golf von Genua, aber auch die Côte d'Azur sowie das Balearische Meer. Also Temperaturen im Augenblick 26, 27 Grad. Das dürften eigentlich nur so 20, 21 Grad sein. Bereits das Mittelmeer ist viel zu warm und hat Temperaturen wie sonst nur im absoluten Hochsommer. Kommen wir zu unserem Wetter. Da wird es in den nächsten Tagen wieder wärmer, wobei es im Süden gar nicht großartig abgekühlt hat. Da gab es heute Schauer und Gewitter. Morgen Schleierwolken, im Laufe des Tages erste Schauer, so Richtung Eifel und Schwarzwald. Im Laufe des Nachmittags brodelt es wieder ein bisschen, sodass sich einzelne Hitzegewitter rund um die Eifel, aber auch über dem Schwarzwald entwickeln können. Die können zum Teil auch kräftig sein mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.
werden aber nicht allzu viele sein. Das heißt, nicht jeder ist davon betroffen. Nach Norden hin viel Sonnenschein und Temperaturen morgen früh dann meist so zwischen 9 und 12 Grad, 16 Grad im Südwesten. Und im Laufe des Nachmittags dann auch so eine Zweiteilung im Norden, meist so 20 bis 25 Grad. Nach Westen und Südwesten hin dagegen 26 bis wieder 32 Grad. Und die nächsten Tage bringen weiterhin hohe Temperaturen. Die werden im Norden auch wieder deutlich ansteigen. Am Mittwoch dazu nach Süden und Südwesten hin einzelne Schauer und Gewitter bis zu 30 Grad. Donnerstag im Norden 27 Grad, dazu viel Sonnenschein. Über dem Süden ein sonniger Start. Im Laufe des Nachmittags dann Hitzegewitter und davon auch einzelne wieder sehr kräftig. Temperaturen werden dann verbreitet so bei Werten um 30 Grad liegen. Dementsprechend zu uns kommt der Hochsommer zurück. Passt ja dann auch in den Kalender. Vielen Dank für die Aussichten, Claudia. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt die Doku Die Recycling-Lüge, die der Frage nachgeht, was eigentlich mit all unserem Plastikmüll passiert, der in der Recyclingtonne landet und wer daran wie verdient. Die nächste Tagesschau gibt es um 0:05 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.